Babys trug? Du kennst ihn auch. Er liebt diese Kette mit dem Bild. Etwas hier ist seltsam. Die Sachen, die ich zu Basilone gebracht habe, sind genau die, die Jays Kollegen gehörten. Basilones Lügengeschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass Sibi meine Kameraden kennt. Ach, ich habe nur von ihnen gehört. Ich muss erstmal zu Basilino gehen. Wenn du zu Basilino gehst, würde ich dir gern etwas getrocknetes Fleisch für ihn mitgeben. Kannst du es für ihn mitbringen? Ich fände es schade, wenn Basilone nur mir etwas gegeben hätte. Das kann ich machen. So, jetzt haben wir getrocknetes Fleisch. Jay braucht, das machen wir. Das, also ich sag mal so, das könnten wir gerne machen. Aber nein, ich hoffe immer noch, dass es die richtige Questreihe ist. Weil mir scheint es irgendwie falsch. Nikolas. Ja. Also ich hoffe mal, das ist echt die richtige Questreihe. Wir haben immer noch, also wir haben ja fast ein, zwei Gem wieder zusammen. Das ist sehr schön. So. Was willst du jetzt schon wieder? Ich habe Jay das Leopardenfell gegeben. Er wollte sich bei dir revanchieren. Er bat mich, dir dieses getrocknete Fleisch zu bringen. Das war keine große Sache. Bitte richte Jay meinen Dank aus. Und wir haben bestimmt wieder 10%. Yay, 10%, sehr schön. So, Verdächtigter Basilone. Übrigens, die Hinterlassenschaften von Jays Kollegen waren genau die gleiche wie du, wie die von Basilino. Basilone. Was meinst du? Ich habe vor einer Weile mit Jay gesprochen. Vor 2 Minuten, aber egal. Seine Kollegen besaßen genau dieselben Gegenstände. Ist es nicht seltsam? Was für ein Zufall. Zufälle passieren überall. Haha. Sicher? Glaubst du, dass ich dich anlüge? Wenn du Langeweile hast, geh einfach schuchten, Kampfschnauzen und Schluchtenschelles töten. Sie sind zurzeit sehr lästig. Zuerst werde ich dir helfen. So, ist das jetzt, warte mal, na, glaube ich, ist voll. Ich glaube, da habe ich Pech gehabt, leider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich würde sagen, da machen wir erstmal 20 Shellers. Und gucken mal, ob wir denn auch rübergehen können und da ein paar Kampfschnauze machen können. Und eventuell ist nachher mit etwas Glück haben wir vielleicht einen Platz in deren Gruppe. Das wäre sehr schön, würde mich sehr erfreuen, weil so gesehen, ja, können wir denn heute ein paar Ups machen, hoffe ich doch mal sehr. Und was haben wir denn da? Beeinrüstungsteil. Also die sind schon auf dem Level, sehen die Rüstungsteile schon echt ziemlich sexy aus. Nein, sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also sehr, sehr, sehr cool sehen die aus. Ich sag mal so, das ist, glaube ich, das Richtige, was ich jetzt so gesucht habe an der Questreihe. Ja. Hey, ganz ehrlich, ich finde eigentlich, wenn man jetzt vereisten Schmuck, der jetzt hier ab und zu droppt, einsammelt und in diesen nachher einfach ins Lager packt oder einfach, einen Charakter gibt, das finde ich eigentlich gar nicht mal so blöd. Guck mal, man kriegt ja ein paar Silber, mehrere hunderte Silber. Ich weiß es nicht genau, aber hey, immerhin ist das schon, also war Kleinvieh macht ja auch Mist bekanntlich. Und wir werden fast gestorben. So, weil, wenn man jetzt. Ich muss ja nicht von meinem eigenen Kapital jetzt hier 1,67. Ich hätte dir natürlich jetzt 50 Gold rübergeben können, den neuen Charakter, wie auch immer, ins Lager und dann nimmt er sich das. Aber so gesehen, ja, kann man so eigentlich, ne, was einsammeln. Man sammelt es, man sieht ja eh blöd, dumm in der Gegend rum. Von daher kann man es einfach ganz entspannt einsammeln und ja, dann ins Lager hauen und wie auch immer. So, ich hoffe mal, ich klaue den hier keine Drops. Guck mal, das sind hier. Noch ein Zacken hier, ne? Ich hoffe mal, ich mache den keinen Ärger, wenn ich das jetzt. Ich mache ja auch keinen Mob-Klau oder so.
Ja, also es ist ja einfach nur so, ich nehme ja noch ein paar Vereinzelte mit. Ich sehe mal so, die Polen halt immer hier so in die Ecke. Ich hoffe es so sehr. Da, seht ihr mal, wie viele das sind. Also ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, wie viel die WDH bringt an Erfahrungspunkte, an Prozent, ne, an Prozenten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schon ein, zwei Prozente gibt. Guck mal, hier haben wir nochmal ungeöffnete Karte. Die öffnen wir einfach mal. Weil, hey, kann natürlich vielleicht eine neue Karte sein und ist natürlich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn bitte, mir zu denn zu sagen, wenn etwas frei ist. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so blöd. So, und. Hier, liebe Jason, hatte mich damals aufmerksam gemacht. Ja, gab nämlich damals, habe ich mir, das ist schon ewig her, gab es so ein Raid-Paket, glaube ich. Und da gab es nämlich auch diesen 105, also 150-prozentigen Amus. Es spricht halt, man kann es halt kombinieren mit einer anderen 50er Amus. Und da ist es nämlich jetzt so, ich könnte 100% schmeißen. Also das hatte ich noch nie gehabt und ich weiß auch nicht, das muss ja sowas von scheppern. Ne? Ich habe nämlich, wie ihr wisst, ja meinen kleinen. Ui, das sieht immer so groß aus, sieht immer so. Oh, ist das ein geiler Hammer. Schadenverteidigung, Magieschaden, oh, warum nicht? Ne? Ich habe zwar meinen Krieger und ich würde auch gerne Drachengrab Solo machen. Aber ich habe jetzt gerade keinen, der jetzt online ist, den ich jetzt mal kurz frage, hey du, magst du mal kurz Gruppe für mich machen oder magst du in der Gruppe denn bleiben? Ich möchte nur einmal Drachengrab machen. Ja, und was ich noch sagen wollte, huch, ich habe leider Tränke genommen. Genau, das wollte ich nur sagen. Und zweitens wollte ich sagen, ich habe überlegt, ob ich einen neuen Fiesta Online oder allgemein einen neuen Channel öffne. Jetzt sagt ein oder andere, warum machst du das? Du hast doch damals einen großen Channel gehabt. Also von den Abonnentenzahlen war das jetzt das Doppelte. Und hey, mach doch sowas nicht. Und dies, das, das. Ich habe überlegt, guck mal, ich möchte dieser Channel ist ja eigentlich bekannt dafür, mit dem Let's Play. Und dafür bleibt dieser Kanal auch. Das wird auch immerhin bis zum bitteren Ende, bis ich Level 135 erreicht habe, wird dieser Kanal aktualisiert, hoffentlich. Wir machen erstmal die Quest. Hoch, du bist immer noch stark. So, jetzt haben wir hoffentlich die Vidi. Haha. Ja! Weiterhin verdächtig, wiederholbar. Erzähl mir, was hier vor sich geht. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Selbst wenn ich dir die Wahrheit sagen würde, würdest du mir nicht glauben. Natürlich glaube ich dir, wenn du mir die Wahrheit erzählst. Ich habe dich nie angelogen. Kann ich dir vertrauen? Siehst du, du glaubst mir nicht. Egal was ich sage, geh einfach die töten, um dich zu erfrischen. Ich will dir. Okay, ich werde dir erst helfen. Ich weiß nicht, ob man. Guck mal, wie viel kriegt man denn jetzt hier? Es ist etwa die. Boah, das ist ja lästig. Das ist ja nur die Hälfte. Genau, was ich sagen wollte. Also, wir haben jetzt insgesamt fast eine Stunde gebraucht, um die WDH zu erreichen. Also, was ich sagen wollte. Also, ich möchte gerne einen neuen Charakter eröffnen. So richtig mit Schnitten und so mit richtig gut. Weil ich gucke mir ab und zu Videos von Hand of Blood an und ich weiß, ich werde diese Qualität nie erreichen. Das ist mir bewusst. Aber ich habe nämlich einfach mal Lust, mich ein bisschen länger mit den Videos zu beschäftigen, weil meistens ist ja so, ich nehme auf, mache das alles synchron, dass es halt passt und rendere das Ganze. Und das ist die getane Arbeit für mich. Also das ist jetzt nicht großartig mit Schnitten und so. Ich möchte einfach mehr Zeit in Videos investieren. Ich möchte halt auch mehr Let's Up-Videos machen. Ich möchte halt dies und das machen. Ich habe richtig Lust eigentlich drauf. Aber ich sag mal so, auf diesem Kanal könnte ich natürlich das machen. Aber ich finde halt, ich habe eigentlich schon viel zu viele Videos. Ich werde ich geheilt? War das gerade? Nee, 500. Nee, kann ja nicht sein. Nee, ich denke mal, ihr wisst, wo ich hinaus will. Es ist noch nichts final und es war jetzt nur so eine Idee, die ich jetzt gerade loswerden wollte. Aber im Prinzip, ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig große Lust, das zu machen. Ne? Ja, aber ich denke mal, ich habe auch überlegt, ich weiß nicht, ob ich das machen werde, aber das ist ja auch immer wieder mit Talern verbunden und so. Da weiß ich nicht, ob das Not tut. Man könnte sich auch was beschenken lassen oder wie auch immer für diese Projekte, ne?
Aber was ich sagen wollte, man kann